Heute bin ich in Bützow, einer Kleinstadt an der Warnow im Landkreis Rostock. Bekannt wurde ja Bützow auch durch den Gänsekrieg nach Wilhelm Raabe. Aber ich bin heute hier, um mich impfen zu lassen und bin auf dem direkten Wege zu Frau Mint. Im Frühjahr 2019 übernahm Nicole Mint eine Praxis für Allgemeinmedizin in der Warnowstadt. Am heutigen Samstag hat sie 6 ihrer Patienten terminlich zum Impfen bestellt, unter anderem auch mich. Welche gesundheitlichen Voraussetzungen muss ich heute mitbringen, damit es mit der Impfung bei mir klappt? Also das Wichtigste ist, dass Sie gesund sind, dass Sie kein Fieber haben vor allen Dingen und in den letzten 14 Tagen etwa auch kein Fieber hatten. Sollten Sie einen kleinen Schnupfen mitbringen, spricht das nicht gegen die Impfung. Okay. Wie sieht denn jetzt der Ablauf aus? Ich habe mich jetzt bei Ihnen eingecheckt, meine Karte ist eingelesen worden. Wie ist die Prozedur jetzt? Jetzt als nächstes machen Sie sich mit den Aufklärungsunterlagen nochmal vertraut. Wir messen Temperatur und danach rufe ich Sie auf. Wir sprechen drüber und dann gibt es im besten Fall den Pieks. Auf den Bögen finde ich noch mal kurz und kompakt alle wichtigen Informationen zur Impfung. Kaum habe ich dann im Besprechungszimmer Platz genommen, heißt es, schnell noch Temperatur messen, bevor die Nadel zum Einsatz kommen kann. Entschieden habe ich mich für den Impfstoff von BioNTech und Pfizer. Können Sie vielleicht sagen, wie viele Impfdosen Sie schon von BioNTech Pfizer hier verimpft haben? Ich kann nicht die genaue Zahl sagen, aber insgesamt haben wir etwa 1050 Dosen verimpft und davon würde ich sagen, 850 sind von BioNTech und Pfizer gewesen. Jetzt gibt es ja immer allgemeine, ich sag mal, Ängste dort draußen. Ja, nach der Impfung kann es mir schlecht gehen. Gibt es da Erfahrungen bei Ihnen in der Praxis? Welche Symptome könnten auftreten? Also relativ häufig treten tatsächlich Erscheinungen wie Gliederschmerzen, eine Abgeschlagenheit, eventuell auch mal tatsächlich 1, 2, 3 Tage Fieber auf. Aber schlimme Impfreaktionen haben wir in der Praxis nicht gehabt. Also das, wovor die meisten Menschen Angst haben, die Thrombosen, sind hier nicht aufgetreten. Wir hatten auch keine schlimmen also überhaupt gar keine allergischen Reaktionen, Gott sei Dank. Bestärkt durch die Aussage meiner Ärztin gebe ich bereitwillig meine Schulter frei. Und zack, das war's mit meiner Erstimpfung, wohlwissend, dass ich hier noch einmal her muss. Jetzt bekomme ich einen Termin in 6 Wochen. Sie sagen, 6 Wochen ist völlig okay. Warum? Die Fachinformation sagt, man kann nach 3 Wochen nachimpfen. Die STIKO-Empfehlung sagt 6 Wochen. Und auch in den, sag ich mal, Studienergebnissen heißt es, je später die Nachimpfung, desto höher der Impfschutz. Und da wir jetzt schon sehr viele Menschen geimpft haben, machen wir das so, dass wir die STIKO-Empfehlung, der STIKO-Empfehlung folgen und nach 6 Wochen nachimpfen. Jetzt habe ich ja heute meine erste Impfung erhalten. Gelte ich denn jetzt eigentlich schon aus Ihrer Sicht als geimpft? Also, Sie haben die erste Impfung erhalten. Das ist jetzt aktuell tatsächlich der Status. Also das Immunsystem braucht erstmal tatsächlich 10, 14 Tage Zeit, um einen Impfschutz aufzubauen. Dann haben Sie tatsächlich einen vollen Impfschutz. Aber der hält natürlich nicht ewig an und deswegen impfen wir nach. Der Kinobesuch als vollständig Geimpfter muss also noch etwas warten. Ende September erhalte ich dann meine Zweitimpfung. Ich persönlich fand es aber richtig zu warten, um mich von meiner Hausärztin impfen zu lassen. Jetzt wurde ja viel über mobile Impfteams geimpft. Jetzt soll das Ganze in die Praxen verlagert werden. Aus Ihrer Sicht richtig, dass im Prinzip die Impfung jetzt im Prinzip bei den Hausärzten liegt? Also grundsätzlich finde ich schon, dass die Impfung bei den Hausärzten richtig ist. Ehrlich gesagt schon von Anfang an. Es hätte vielleicht weniger Unmut gegeben, glaube ich, weil die Hausärzte einfach die Patienten besser kennen. Allerdings ist der Aufwand sehr groß für Hausarztpraxen. Also dadurch, dass die Impfdosen nicht als Einzelimpfungen verfügbar sind, muss man einfach einen hohen logistischen Aufwand betreiben. Und das ist nicht so einfach. Und deswegen schafft man auch nicht so viele, wie man sonst mit anderen Impfungen schaffen kann. Aus einer BioNTech-Ampulle lassen sich 6 Impfdosen herstellen. Heute war ich einer von den 6 richtigen, sodass Nicole Mint den Impfstoff restlos verimpfen konnte.
So, das war also der kleine Pieks für mich. Frau Mint meint jetzt den Arm etwas ruhig halten, möglichst kein Holz hacken. Ja, das schaffe ich, bin guter Dinge und alles Roger.